zusammen. Heute mache ich einen Live-Mitschnitt einer Videoaufzeichnung, in der ich jetzt einen Trompetensound basteln möchte in Richtung James Last oder Herb Albert. Dazu kommt natürlich mein neues Audio-Mischpult zum Einsatz, mit dem ich ja mehrere Perspektiven zeigen kann. Das Keyboard in der großen Ansicht, dann das Display und natürlich auch eine kombinierte Ansicht. Ich möchte also, wie gesagt, einen Trompetensound basteln. Dafür habe ich in Upper 1 die Trumpet Expression 2 und in Upper 2 die Dual-Trompete, also ein gedoppelter Trompetensound. Bei den Lautstärkeverhältnissen habe ich Upper 1 etwas höher eingestellt mit 119, also die einstimmige Trompete, die soll dominieren. Und dieser doppelte Trompetensound, Dual-Trompets oder Trumpets, die habe ich auf Lautstärke 95. Das Ganze möchte ich natürlich mit entsprechenden Effekten etwas verschönern. Und da greife ich natürlich als erstes mal in die Hall- und Delay-Kiste rein über die Menütaste. Rufe ich die Master-Effekte auf, und zwar B. Und ihr seht, als ersten Effekt habe ich den Reverb Hall genommen mit dem Wert 50-50 und als zweites den Effekt Stereo Dynamic Delay ebenfalls mit dem Wert 50-50. Mit der Menütaste gehe ich zurück, um jetzt den Mixer auszuwählen. Und hier unten bei FX Send seht ihr meine Einstellungen für Upper 1 und Upper 2. Jeweils sehr hohe Werte im Hall, 91 und 85, und bei dem Delay Upper 1 82, Upper 2 63. Das soll aber noch nicht alles sein. Ich möchte gerne den Ensemble-Effekt einsetzen, also mehrstimmiges Spielen, oder der Ton soll mehrstimmig erklingen, obwohl ich nur mit einem einzigen Finger spiele. Dafür drücke ich die Shift-Taste und die Ensemble-Taste und komme dann auf das entsprechende Menü. Ihr seht, ich habe den Effekt Duett gewählt. Und das Besondere bei Track Assign ist eingestellt für Upper 1 normal und für Upper 2 off. Was bedeutet das? Ich schalte einmal Upper 2, also die mehrstimmige Trompete, stumm. Es erklingt jetzt nur die Solo-Trompete. Das bedeutet, bei der Einstellung normal greift also jetzt dieser Ensemble-Effekt, in Anführungszeichen normal, also die Trompete wird gedoppelt. Nun schalte ich einmal die Upper 1 Spur stumm und aktiviere Upper 2, also die Dual-Trompete. Ihr seht, off bedeutet, dass der Ensemble-Effekt für Upper 2 nicht greift. Das wäre also die Einstellung für den Ensemble-Effekt. Und meine eingestellten Sounds möchte ich natürlich gerne auch mit einem Musikstück demonstrieren. Ich habe eine Melodie im Kopf und wieder mal kenne ich den Namen des Stückes nicht. Vielleicht helft ihr mir da auch nochmal auf die Sprünge. Hier meine Hörprobe zu den James Last-Trompeten. Thank you.
Ja, versucht es gerne selbst einmal.